So, für alle, die Peilung haben, worum es hier überhaupt geht, für jene, die nur zuschauen, weil sie sich aufregen möchten, was auch eine Form von Liebe ist natürlich, der Hass. Wir haben hier ein weiteres Beispiel für the same stuff, repeated. Tomorrow comes today. Das Morgen kommt heute, respektive die Zukunft ist heute. Dead Synchronicity. Tote Synchronität, Übereinstimmung. Also das Thema dieses Spiels ist Dead, der Tod. Das ist wer? Der Mann in Schwarz. So, der Tod, immer schon assoziiert mit Saturn. Saturn ist the Eye of God, das ein Auge, du siehst das hier im Cover. So, dazu noch diesen Typen hier. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Wollen wir mal in den Trailer reinschauen hier? Denk mal, worum? Wie könnte er beginnen? Da draußen hat sich alles verändert. Es war die große Ja, es hat sich wirklich alles verändert da draußen. Welle. Die große Welle, die alles verändert. Was ist das hier? Was könnte das sein hier? Und was ist das für ein Name hier? Hier steckt der Dämon drin. So, okay. Du siehst schon, worum es hier geht. Und gesäubert Das ist nicht Jupiter. die Welt, wie du sie kanntest, existiert nicht mehr. Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Sagte die Stimme im Off. Nun schau, was du jetzt siehst. Die wollen uns alle umbringen. Was siehst du hier? Du siehst die 6. Du siehst die 6 und du siehst die dritte 6. Das hier ist die Triple 6. Ich lasse es nochmal laufen. Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Die wollen uns alle umbringen. Okay, du siehst das. Dreimal die 6. Schlimmste ist aber, wie sehr er leidet. Lauter wollen sie. Sie zerfließen ständig. Ich kann nicht anders. Das ist dieser Dämon. Du weißt, dass ich nicht anders kann. Wir stehen an einem neuen Anfang. Dem Beginn einer neuen Ära. Wir stehen an einem neuen Anfang, dem Beginn einer neuen Ära. Es geht um das Golden Age, das goldene Zeitalter, for them, für jene. Und dieses folgt im Anschluss an die Zerstörung des Alten. Du bist in ihr aufgewacht. Dieser ganze Prozess hier, ich habe das schon mal erwähnt, die Welt ist nicht mehr, ist komisch geworden. Und das alles scheint mir initiiert oder manifestiert worden zu sein durch dieses 9-11-Ding. Das ist ein Mark of Time. Vielleicht erinnerst du dich an das alte Video da. Wie hieß die Lady? It's a marking of time. Sie wurde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Time. Whatever. Okay, weiter. Oh, watch. Was wir nun die ganze Zeit gesehen haben, findet statt im Auge, im Einauge. Es ist eine saturnische Geschichte und das Intro berichtet uns vom Ende und dem Neuanfang. Okay, es ist immer die gleiche Story. Oh yeah. Okay, das Einauge ist wer? Es ist Saturn, Saturn ist wer? The time. Darum siehst du jetzt die Uhr. Again. Wie gesagt, ich zeige dir immer das Gleiche, weil immer das Gleiche da ist. Hier ist die Zerstörung. Wir machen das jetzt live hier. Ich habe mir nur alles, was ich gesehen habe. Es war die große Welle. Die große Welle, die alle. War das hier. Und ab diesem Moment ist mir schon alles klar. Ich weiß, was jetzt folgen wird. So, wo waren wir?
Moment. Okay, Zerstörung. Oh, war das Purple? Hier. Ich weiß es nicht. Ich sollte aufhören. Es könnte sein. Weil eben. The Purple, wie nennen sie das? The Purple Rain. Nicht Rain wie Regen, sondern Rain wie Herrschaft. Mit E-I-G-N. Purple Rain. The Purple People. Wer könnte das wohl sein? Okay, wir sehen erneut das Einauge. Und die Erde spiegelt sich im Einauge. Das Einauge ist Saturn. Das ist die Sphäre Binas. Sie sagen zum Verhältnis von Schöpfer und Schöpfung, von Bina und Malkut. Sie sagen, Bina spiegelt sich in Malkut. Was das ist, was du jetzt hier siehst. Da kommt die Inspiration zu all diesen Dingen her. Okay, hier wird eine faschistische Zukunft skizziert. Hast du gesehen? Hier war der Black Star, den David Bowie besingt. And the heart. Here is the heart. Here is the love of the world. Das hier ist die Black Sun, the Black Star, Saturn. Der Gott des Faschismus, der Gott der Zerstörung und des Neuen. Er ist der Tod, deshalb der Zerstörung und des Neuen. Okay? Der Geburt, was den Beginn der Präsenz des Systems oder im System markiert. Hier ist die Black Sun, das ist Saturn, wie gesagt. Wird übergeblendet auf die blonde Frau, das ist die Shekinah hier. Und im Kontrast dazu hast du jetzt hier Mord und Totschlag, okay? Die Frau ist auch die Geburt, ist das Neue. Währenddem du hier jetzt die Zerstörung gesehen hast, männlich assoziiert. Ich hatte das alles auch schon gesagt. Es sind immer diese, es ist dieses Verhältnis, diese Verhältnisse, die reflektiert werden in diesen Manifestationen, was dann natürlich auch wieder diesem kabbalistischen Konzept, diesem Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung entspricht. Jetzt sollte noch irgendein Typ in Frauenkleidern kommen. Das würde das irgendwie abrunden. Die Story. Ja, hier haben wir, ja. Und das Ende wird absolut vernichtend sein. Das Ende wird absolut vernichtend sein. Oh wow, sie haben die 666 sogar auf dem Cover zum Spielen hier. Warum nicht? Warum nicht? Okay, hier. Something new. New stuff. A new game. Unbedingt kaufen. Nein, bloß nicht. Ist mir egal. Da wollte ich dir zeigen, als weiteres Beispiel. Ja, das war's schon. Bis bald. Ciao.